Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Assassin's Creed 2. Wir waren hier stehen geblieben, warum auch immer wir jetzt nicht in der Villa stehen, wo wir wirklich stehen geblieben sind, sondern hier draußen. Aber okay. Und dann gehen wir mal hier zu unserem kleinen Bruder. Der hat auch noch eine schöne Quest für uns. Petruccio Auditore, das ist unser kleiner Bruder. Was ja auch ziemlich eindeutig ist. Und wir sprechen mal mit ihm. Was machst du hier draußen, Petruccio? Du solltest im Bett sein. Ich will diese Federn. Wofür? Ist ein Geheimnis. Wenn ich sie dir hole, gehst du dann wieder rein? Ja, versprochen. Petruccios Geheimnis. Adlerfedern für den kleinen Bruder sammeln, bevor dieser bestraft wird, weil er das Bett verlassen hat. Akzeptieren wir selbstverständlich. Alle Federn sammeln. Und wir haben eine Zeitbegrenzung. Die aber nicht weiter dramatisch ist. So. Ezio, was soll das? Nein! Ezio! Tut mir leid, Leute, das war jetzt gerade Fail. Es war so nicht geplant. So. Ich meine, selbst der beste Assassine fällt irgendwann mal vom Dach. So, und zu Petruccio zurückkehren. Und die Zeit ist schon vorbei, also wir haben jetzt gar keinen Zeitdruck mehr. Da haben wir es ja doch noch locker geschafft. So, wir springen hier rüber und hier rüber. Da ist eine Truhe drin. Ich hatte ja gesagt, man findet die Truhen überall in der Welt. Hier ist eine zum Beispiel. So. So. Ach, er ist auch schon wieder ins Haus gegangen, deshalb haben wir auch keinen Zeitdruck mehr. Und wir interagieren mit der Tür. Hier, wie versprochen. Grazie, Bruder. Du hast noch nicht gesagt, wofür du sie brauchst. Mach ich. Bei Zeiten. Ob wir das jemals erfahren werden. So, plus 100 Florinen, sehr schön. Petruccios Geheimnis synchronisiert. Jetzt haben wir noch die Mutter und die Schwester. Ich würde sagen, als nächstes machen wir dann mal die Schwester. Jetzt können sie in der gesamten Welt Federn sammeln. Hatte ich ja bereits gesagt. Wer sich vielleicht wundert, ich habe ja im Spiel alle Erfolge. Das heißt, ich habe auch alle Federn gesammelt. Warum lächelst du so komisch? Ich habe auch alle Federn gesammelt. Weil ich habe das passende Lösungsbuch zu dem Spiel. Ich weiß nicht, ich überlege gerade. Da haben wir nämlich noch eine Nebenquest, eine Kurierquest. Nee, wir reden mal eben mit der Schwester. Dann machen wir erst die Schwesterquest und dann die Kurierquest. Hey, Claudia. Wie geht's dir? Ganz gut. Du sollst mir doch nichts vormachen. Es ist Duccio. Was ist mit ihm? Ich glaube, er war untreu. Wer sagt das? Die anderen Mädchen. Ich dachte, sie wären Freundinnen. Hyänen. Ohne die ging's dir besser. Ich liebte ihn. Nein, Claudia. Das hast du dir eingebildet. Er soll büßen für das, was er getan hat. Warte hier. Ich werde einen Takt mit ihm reden. Gerechte Strafe. Duccio aufspüren und bestrafen. Übrigens, wer es schon bemerkt hat, er hat Ezio... Dann war das Gesicht gerade wirklich verbuggt. Ezio hat ja diese Narbe im Gesicht, auf der Oberlippe. Die Narbe ist von dem Stein, den Vieri de Pazions im ersten Kampf ins Gesicht geworfen hat. So, hier bräuchten wir aber jetzt mal wieder einen Aussichtspunkt. Dann nehmen wir mal den, ich meine... Hier haben wir jetzt wirklich keinen mehr. Bewegen wir uns schon mal Richtung Dach. Oh. Ja, das ist ein Aussichtspunkt, Leute. Da kommt man komplett drauf. Da wollte ich ohnehin drauf. Das trifft sich eigentlich gerade gut. Das ist Santa Maria del Fiori.
Fiore, Entschuldigung. Das ist wirklich eine Maßstab nachgebaute Sehenswürdigkeit, die wirklich so in Florenz auch steht. Im Lösungsbuch sind da auch schön Vergleichsbilder, wie es in Wirklichkeit aussieht und wie sie es in Assassin's Creed 2 gemacht haben. Hier, das ist übrigens ein Bereich, der noch nicht verfügbar ist, weil sich Ezio in dem momentanen Erinnerungssequenz hat er sich in diesem Bereich noch nicht aufgehalten, weshalb wir ihn auch nicht betreten können. Ich überlege gerade, wie wir hier am besten rüberkommen. Kommt man hier hoch? Hier. Ah ja, sehr schön. So. Und ich finde wirklich, Leute. So, hier gehen wir dann wieder runter. So, und jetzt haben wir ein bisschen zu klettern. Wir werden erst hier hochklettern. So, hier geht es jetzt nicht weiter hoch. Jetzt müssen wir hier mal rumkraxeln. Da geht es weiter hoch. Und da müssen wir dann ins Fenster rein. So. Nee. Genau. Hier hoch. So, hier haben wir eine Kiste und da ganz unten haben wir auch noch eine Kiste. Eigentlich müssten wir allerdings nach oben gehen. Aber wir werden jetzt erstmal runtergehen wegen der Kiste. So. Plündern. So, und hier nochmal hoch. Und hier rüber. Und darüber. Und hier hoch. Hier hoch. Und hier hoch. So. So. Und dann klettern wir einfach mal in den Fensterläden hoch. So, jetzt müssen wir mal schauen. Hier geht's weiter. Und so sind wir schon oben drauf. Schon ist jetzt ein bisschen blöd gesagt, weil es doch ganz schön weit war. Und hier haben wir wirklich eine Aussicht über ganz Florenz. Ich möchte behaupten, mit der Spitze da oben drauf ist das der höchste Punkt über Florenz. Das ist Gefängnis. Wirklich einen richtigen Überblick. Synchronisieren den ganzen Spaß natürlich auch, dass wir wieder ein Stück der Map frei haben. So, Cut aktualisiert. Wir machen den Todessprung. So, 4 von 66 synchronisiert. Da sind ein paar Wachen. So, wir sprinten mal ganz flott vorbei. Und hier haben wir unser Questziel. Duccio, wie wunderschön. Nur das Beste für dich, amore mio. Aber was ist mit Claudia? Ich dachte, ihr werdet einander versprochen. Vater sagt, mir gebührt was Besseres als eine Auditore. Oh, du Schurke. Komm, lass uns spazieren. Spazieren? Ich hatte etwas ganz anderes im Sinn. Oh. Duccio. Hey, du dreckiges Schwein. Ezio, mein Freund. Was zum Teufel? Du beleidigst meine Schwester. Gockelst mit dieser Putana. Wovon redest du überhaupt? Ich sah, was du ihr gabst. Hörte, was du sagtest. Wäre deiner Schwester ihre Keuschheit nicht so wichtig? Du brichst ihr Herz. Und jetzt werde ich dir die Nase brechen. Ach, davon kann er natürlich mal wieder träumen. Ihr Auditore könnt alle reden. Aber wenn es dann ernst wird, teilen wir aus. Deine große Klappe bereuen. So, wir greifen ihn mal. Schwester viele Dinge beibringen können.
Sie soll froh sein. Bastardo! So. Und so. Und so. Komm. Wir nehmen ihn nochmal. Eine Kopfnuss. Was für eine Schande! Bastard, geh nach Hause zu deiner Mama! Jetzt kontrollieren wir noch einmal. Wie denn? Bastard, ich gebe auf! Lass die Finger von meiner Schwester! Salute! Steigereimissionen sind jetzt verfügbar. Mal ein bisschen Taschendiebstahl, bietet sich hier gerade an. So. Nein! Nein! Ich behaupte einfach mal, sie werden uns nicht bekommen. Wo bietet. Hier können wir runterspringen. Ach so, okay, die sind schon voll weg. Was machen wir da mal als nächste Quest? Ich würde sagen. Wir machen da mal den Kurierauftrag. Wie gesagt, bietet sich ja auch mal an.